In dieser Präsentation stellen wir Ihnen das Verkehrsgutachten zum Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Dienstlaken Nord und insbesondere dem Abschnitt vom Autobahnkreuz Leverkusen bis zum Autobahnkreuz Hilden vor. Von 2011 bis 2016 hat das Bundesverkehrsministerium den Bundesverkehrswegeplan 2030 erarbeitet. Hierzu gehörte auch die Erarbeitung der Methodik, die Prognose des Verkehrsaufkommens und anschließende Prüfung und Bewertung von Maßnahmen im gesamten Bundesgebiet für die Verkehrsträger Schiene, Wasserstraße und Straße. Nach einer intensiven Diskussion mit den Bundesländern, anderen Bundesministerien und der Öffentlichkeit legte die Bundesregierung im August 2016 dem Parlament einen Beschlussentwurf vor. Am 2. Dezember 2016 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Änderungen des Fernstraßenausbaugesetzes und damit verbunden den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Dadurch wurde der sechsstreifige Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen und der Anschlussstelle Dienstlaken Nord sowie der achtstreifige Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und dem Autobahnkreuz Oberhausen beschlossen. Für die detaillierte Planung des beschlossenen Ausbaus der A3 im nachgelagerten Planungsverfahren wurde 2017 eine Verkehrsuntersuchung beauftragt, die die Verkehrsbelastungen für den Ausbau im Jahr 2030 mithilfe eines Verkehrsmodells herleiten sollte. Darüber hinaus sollten die für die weitere Planung notwendigen Bemessungsdaten für den Prognosehorizont 2030 bereitgestellt werden. Zu den Arbeitsschritten zur Erarbeitung der Verkehrsuntersuchung gehören eine Bestandsaufnahme, der Aufbau eines Verkehrsmodells, die Bestimmung der Prognosebelastungen für das Jahr 2030 sowie die Herleitung der verkehrlichen Kennwerte für die weiteren Planungsschritte. Diese Punkte wollen wir im Folgenden näher erläutern. Zu Beginn jeder Verkehrsuntersuchung wird der Planungs- bzw. Untersuchungsraum der zu betrachtenden Maßnahme festgelegt. Der Planungsraum beschreibt den Bereich, in dem die eigentliche Planung stattfindet. Dieser ist in Grün dargestellt und umfasst hier den gesetzlich beschlossenen Ausbau der A3. Rot dargestellt ist der in diesem Verfahren im Fokus stehende Abschnitt der A3, vom Autobahnkreuz Leverkusen bis zum Autobahnkreuz Hilden. Der Untersuchungsraum ist wesentlich größer als die eigentliche Planungsmaßnahme gefasst, um auch Wechselwirkungen, die durch die Planung ausgelöst werden, betrachten zu können. Beim Ausbau der A3 können Wechselwirkungen zum Beispiel Verkehrsverlagerungen von den Parallelautobahnen sein. Eine wichtige Grundlage einer Verkehrsuntersuchung sind Verkehrserhebungen. Mit ihrer Hilfe können die heutigen Verkehrsbelastungen im Untersuchungsraum ermittelt werden. Auf deutschen Autobahnen gibt es hierfür sogenannte Dauerzählstellen, die kontinuierlich die Verkehrsmengen über das gesamte Jahr erfassen. Eine solche Dauerzählstelle ist in der roten Umrandung zu erkennen. Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur A3 wurden zahlreiche Dauerzählstellen für den Zeitraum eines Jahres im Untersuchungsraum ausgewertet und diverse Kennwerte bestimmt. Eine exemplarische Auswertung der Rohdaten für eine Dauerzählstelle, auch als Messquerschnitt bezeichnet, ist hier zu sehen. Es handelt sich um den Messquerschnitt mit der Nummer 3060N auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Duisburg-Wedau. Zu erkennen sind die täglichen Verkehrsbelastungen im Verlauf eines Jahres. Die Zeiträume der Schulferien sind in Grau hinterlegt. Die orangene Linie zeigt, wie gut die Zählschleife gearbeitet hat, anhand der Anzahl der auswertbaren Intervalle. In diesem Fall wird der Verkehr in Viertelstundenintervallen erfasst. Daher sollten pro Tag 24 Stunden zu je 4 Viertelstunden zusammen also 96 15-Minuten-Intervallen erfasst werden. Es ist zu erkennen, dass nur an sehr wenigen Tagen der Verkehr nicht vollständig erfasst wurde. Das Diagramm zeigt den Verkehr in 12 Monaten vom 1. September 2015 bis zum 30. August 2016. In dunkelblau ist die Ganglinie der täglichen Verkehrsbelastung eingetragen. Deutlich sichtbar ist einerseits der wöchentliche Rhythmus mit der geringsten Belastung am Sonntag. Andererseits ist das über das ganze Jahr kontinuierlich hohe Niveau der Belastungen zu erkennen.
Einzige Ausnahme ist der von links zweite grau markierte Bereich. Hier handelt es sich um die Weihnachtsferien, in denen die Verkehrsbelastung deutlich absank. Für dieselbe Messstelle sind hier in der Abbildung Wochentagsganglinien dargestellt. Eine Tagesganglinie beschreibt die stundenweise Verteilung der Verkehrsstärke über einen Tag. In der Abbildung sind die Tagesganglinien für die verschiedenen Wochentage einzeln dargestellt. Deutlich erkennbar ist der Unterschied zwischen den durchgehenden Linien der Ganglinien für Montag bis Freitag und den gepunkteten Linien der Wochenendganglinien samstags und sonntags. Bei den Ganglinien für die Werktage sind die Hauptverkehrszeiten am Vor- und Nachmittag deutlich zu erkennen. Der Nachtzeitraum sowie die Mittagszeit zwischen Vor- und Nachmittagsspitze sind deutlich geringer belastet. Die grüne Ganglinie für den Freitag fällt durch eine insgesamt frühere und fülligere Nachmittagsspitze auf. Die Wochenendganglinien zeichnen sich durch ein völliges Fehlen einer Morgenspitze und eine insgesamt flachere, aber dafür breitere Nachmittagsspitze aus. Außerhalb der Autobahn gibt es weniger Dauerzählstellen. Um in diesen Bereichen trotzdem Zahlen für die Verkehrsbelastungen zu bekommen, müssen gesonderte Verkehrserhebungen durchgeführt werden. Diese können mit Strichlisten oder wie hier dargestellt videogestützt erfolgen. Im Zuge der Verkehrsuntersuchung der A3 wurden an den Knotenpunkten der zu untersuchenden Anschlussstellen im nachgeordneten Netz gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen videogestützte Verkehrserhebungen durchgeführt. Die Videoaufnahmen wurden anschließend am Bildschirm ausgezählt und nach Ende der Auszählung datenschutzkonform gelöscht. Für die Verkehrsuntersuchung zum Ausbau der A3 wurde ein Verkehrsmodell aufgebaut. Aufgabe eines Verkehrsmodells ist es, anhand absehbarer struktureller Entwicklungen im Untersuchungsraum, also zum Beispiel von Einwohner- oder Arbeitsplatzzahlen, sowie genereller Entwicklungstrends, die zukünftige Verkehrsnachfrage zu ermitteln. Für den Aufbau des Verkehrsmodells wird der Untersuchungsraum anhand der gegebenen Siedlungsstruktur in Verkehrszellen eingeteilt. Die Strukturdaten der eingeteilten Zellen, also Einwohner, Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten usw. werden dabei erfasst. Für jede Zelle wird berechnet, wie viel Verkehr entsteht, in welche andere Zelle er führt und welches Verkehrsmittel benutzt wird. Anschließend kann der Verkehr in Form einer Matrix dargestellt werden. Die zeigt, wie viel Verkehr von einem Bezirk in einen anderen Bezirk fährt. Die ermittelte Matrix wird in das Verkehrsmodell gegeben, mit dessen Hilfe die zukünftigen Verkehrsbelastungen für ein Prognosejahr, hier das Jahr 2030, berechnet werden. Es wird angestrebt, für die Analyse eine bestmögliche Übereinstimmung mit der Realität herbeizuführen. So kann das Modell als Grundlage für die Prognose 2030 verwendet werden, beziehungsweise als Grundlage für die Ausbauplanung dienen. Um eine bestmögliche Übereinstimmung des Verkehrsmodells mit der Realität herbeizuführen, wird eine sogenannte Kalibrierung vorgenommen. Hierbei wird das Modell so angepasst, dass die berechneten aktuellen Verkehrsbelastungen mit den gezählten gut übereinstimmen. Für diesen Arbeitsschritt sind die bereits erläuterten Verkehrserhebungen von entscheidender Bedeutung. Die Prognose 2030 baut auf dem kalibrierten Analysemodell auf. In die Prognose 2030 fließen neben einer Annahme zur allgemeinen Verkehrsentwicklung, die auf den Ergebnissen der Bundesverkehrswegeplanung beruht, auch wirtschaftliche, demografische und strukturelle Entwicklungen im Untersuchungsraum ein. Diese wurden bei den entsprechenden Gebietskörperschaften abgefragt. Darüber hinaus wurden die absehbaren Änderungen im Verkehrsnetz des Untersuchungsraums, wie zum Beispiel weitere Maßnahmen des Bedarfsplans, berücksichtigt. Das Ergebnis der Prognoseberechnungen mit dem Verkehrsmodell liefert die zukünftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen. Hier sind die durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastungen, der sogenannte DTV-Wert, bei einem Ausbau der A3 für das Jahr 2030 in Kraftfahrzeugen pro Tag dargestellt. Im Abschnitt vom Autobahnkreuz Leverkusen bis zum Autobahnkreuz Hilden liegen die Zahlen im Bereich von ca. 130.000 bis etwa 145.000 Fahrzeugen pro Tag. Aus diesen Ergebnissen des Modells wurden zum Beispiel Kennwerte für den Emissionsschutz zur Berechnung des notwendigen Schallschutzes oder Bemessungskennwerte zur Dimensionierung der Anschlussstellen und Autobahnkreuze für die weiteren Planungsschritte abgeleitet.
Die entsprechenden Zahlen zeigen, dass ein sechsstreifiger Bestand nicht mehr leistungsfähig ist. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.autobahn.de.